Leute, Season 2 ist raus und, Digga, ich hab mal runtergeschrieben, was alles passiert ist. Map-Änderungen, neuer Ground-Loot, Bugfixes, neue Easter Eggs, alte Easter Eggs weg, neue Leaks zu Season 3 bzw. zur neuen Map und will das heute mal alles für euch zusammenfassen, damit wir da nicht mehr im Dunkeln tappen. Wir werden wie folgt vorgehen. Wir fangen an. Ich zeige euch mal die kompletten Änderungen, die jetzt zu Season 2 gekommen sind. Und dann kommen wir Stück für Stück eben in die Leaks bzw. in die Infos, die zur Season 3 oder zur neuen Map gekommen sind. Ich finde das ein guter Plan, oder? Sehr gut. Also fangen wir wie folgt an. Die Map-Änderung. Es ist so, dass es insgesamt 3 große Änderungen gegeben hat, beziehungsweise ja, 3, 4. Und zwar das Größte, was schon seit Wochen bekannt ist, wo auch alle drauf hingefiebert haben, das Schiff mit den Zombies ist endlich angekommen. Es ist krass, wie viele Leute da am Anfang gelandet sind. Ich habe auf meinem TikTok-Profil dazu auch nochmal ein Video hochgeladen. Also ich bin gleich am Donnerstag natürlich Livestream gestartet und krass. Also ich bin rausgesprungen und die komplette Lobby ist bei diesem Schiff gelandet. Aber gut, die Zombies sind erstmal nur in diesem Schiff vorhanden. Da ist diese Maschine, die man vorher auch aus dem Krankenhaus gekannt hat, bei dem großen Rumble, bei dem Team Deathmatch von Warzone. Es ist so, du musst die Zombies rufen, dann kommen 40 Zombies, du musst alle 40 Zombies töten und der letzte droppt eben eine gelbe Zugangskarte, dann kannst du zu einer Kiste gehen und dort kriegst du besonders guten Loot. Besonders guten Loot. Also ich finde ihn nicht so besonders, der Aufwand, der dahinter steckt, es ist okay, aber ja, also es sind zu viele Leute da, als dass sich das wirklich lohnen würde. Mit den Zombies kommt auch dieses Outbreak-Event. Das Outbreak-Event ist ähnlich wie das Halloween-Event. Es ist so, dass ihr verschiedene Aufgaben erfüllen müsst und dafür dann Blueprints, Titel, Embleme, Anhänger, Sticker freischalten könnt. Wenn ihr alles nachher fertig habt, kriegt ihr dann eben ein Blueprint von einer bestimmten Waffe. Den könnt ihr dann benutzen. Die Challenges, die ihr dafür machen müsst, sind teilweise auf Verdansk. Ihr müsst zum Beispiel die Zombies mit Pistolen und so weiter töten und aber auch in Cold War. Das heißt, es ist so eine Kombination aus beiden. Cold War ist aktuell auch kostenlos spielbar für die nächsten 2 Wochen, bis dieses Outbreak-Event zu Ende ist. Zudem gibt es neue Raketensilos. Das eine ist bei dem Monument bei Military Base, das andere ist bei dem Monument unten bei den Hills, bei den Denkmälern. Das Military ist relativ klein. Man kann da runterspringen in diese Raketensilos und looten. Und bei dem anderen in Hills, das Monument, das ist schon etwas größer. Da gibt es, glaube ich, auch den Computer, entweder da oder bei Downtown, der Bunker, ich bin mir gar nicht sicher, gibt es einen Computer, der eine Prozentanzeige aktuell anzeigt. Das sind wohl so ein paar Sachen, Infos zur Season 3 oder zur neuen Map. Da komme ich gleich noch zu. Dann ist der Bunker in Downtown offen. Da musst du jetzt also nicht mehr mit der Zugangskarte rein und da kannst du jetzt aber tatsächlich überall hin. Also vorher war es ja so, du konntest den Bunkertür aufmachen, konntest runtergehen und hattest dann eben den Raum mit den Kisten. Jetzt sind die anderen Türen auch noch auf. Das heißt, du kannst deutlich tiefer rein. Du kannst die Nuke beobachten. Du kannst diesen Computer mit dieser Prozentanzeige, der ist aktuell bei 5%, kannst du dir anschauen und beobachten. Und ja, ich bin gespannt, wohin das Ganze noch führt. Also ich vermute tatsächlich, da ist so ein kleiner Totenkopf drauf, ich vermute tatsächlich, dass die Launch-Anzeige bzw. die Anzeige ist, wie wann die Raketen starten werden. Ich vermute nämlich, dass es ein Nuke-Event zur neuen Map gibt, aber das, da komme ich gleich nochmal zu. Dann sind auch einige Sachen geschlossen worden. Also es sind alle Easter Eggs gibt es nicht mehr. Die für den MP7 mit dem Bunker 17, glaube ich, gibt es nicht mehr. Das Easter Egg am Stadion gibt es nicht mehr. Und da gibt es ja noch ein paar weitere. Es sind alle Türen, alle Zugänge offen. Also im Stadion brauchst du keine Zugangskarten mehr, sondern ihr könnt einfach so in die Räume gehen, wo ihr vorher diese Karten gebraucht habt. Die roten Kisten sind trotzdem da. Dann ist die Tiefgarage im Stadion geschlossen und die U-Bahn ist geschlossen. Laut Activision ist es wohl aufgrund der Zombies so ein Notfallsystem und dadurch sind die ganzen Sachen irgendwie zu gewesen. Ich muss sagen, mich haben sie tatsächlich eher genervt, wenn du irgendwie mal jemanden verfolgt hast in der Tiefgarage. Ansonsten war da eigentlich niemand los. Und ja, der Ground Loot wurde verändert. Es sind jetzt neue Waffen im Ground Loot. Einige sind geblieben, einige sind neu. Also es macht schon Spaß, mit den neuen Waffen zu spielen. Darunter ist unter anderem auch die, ich glaube, CX-8 oder so heißt die. Das ist eine MP, die ist absolut ein Killer. Also wenn ihr die findet, behaltet die gerne. Das Ding ist ein absolutes Biest. Der Stim-Glitch wurde nicht behoben, aber es wurden vorbeugende Maßnahmen getroffen. Und zwar ist es jetzt so, je länger du im Gas bist, desto mehr Schaden kriegst du. Dadurch bringt der Stim-Glitch nichts mehr, weil du kannst dich irgendwann nicht mehr so schnell mit dem Stim heilen, wie die Zone Schaden macht. Finde ich gut, weil so oft wie der Stim-Glitch jetzt schon da war, 5, 6, 7 Mal. Ich weiß erstens nicht, wie das passieren kann, aber beugen sie vor und tun etwas dagegen. Dann gibt es natürlich auch einen neuen Battle Pass. Den habt ihr euch alle auch wahrscheinlich schon angeguckt. Das Video kommt ja jetzt auch hier 3, 4 Tage später raus. Aber mit dem Battle Pass kommt die neue Pharah. Das ist ja eine Galil und die LC-10. Das soll ja so eine Scorpion, an die Scorpion angelehnt sein. Das sind 2 neue Waffen. Die Pharah ist okay. Ich habe
die jetzt tatsächlich noch nicht so viel gespielt. Ich habe ein, zwei Videos davon gesehen, aber ist jetzt nicht meine Waffe. Die LC-10 spiele ich aktuell relativ viel mit der K als Zweitwaffe und das Ding ist schon sehr souverän. Ich finde, dass sie ist nicht overpowered, sie ist sehr gut, sehr balanced, was du ja eigentlich sonst immer bei den neuen Waffen hast, dass die Dinger voll reinhauen und voll reinschallern, aber in diesem Fall sind die tatsächlich sehr ausgeglichen. Das macht Spaß, mit denen zu spielen, auch mal was Neues auszuprobieren. Kann ich also nur jedem empfehlen. Auf meinem TikTok-Profil wird auch in Zukunft nochmal eine LC-10-Klasse vorgestellt werden. Das heißt, ihr könnt auch gerne da mal vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Und neue Easter Eggs. Ich vermute, dass es jetzt Stück für Stück neue Easter Eggs geben wird. Jetzt kommen wir so langsam zu den Leaks zu Season 3. Und zwar gibt es da bis jetzt nur das Easter Egg an dem Schiff, wo ihr die Zombies töten könnt. Aber ich vermute, da werden noch mehr Easter Eggs kommen, die uns Stück für Stück eben in die nächste Season oder auch auf die nächste Map lenken werden. Es ist so, dass die Internetseite VGC, VGC, wo Leaks zur Season 3 bekommen hat. Angeblich wird es wohl eine neue Map erst zu Season 3 kommen und nicht, wie ich eigentlich gedacht hatte, am 11.3., wenn dieses Outbreak-Event endet, habe ich eigentlich gedacht, dass es ein Nuke-Event geben wird mit den Raketen, die jetzt eben auch überall auf der Map zu finden sind und damit dann die Zombies eben bekämpft werden und dass wir dadurch dann gezwungen sind, auf eine neue Map zu gehen. Das wird wahrscheinlich alles ein bisschen anders ablaufen. Also die Nukes wird es wohl doch wahrscheinlich schon geben und die werden wohl auch die Zombies töten, aber wohl erst zu Season 3 und nicht erst nach diesem Outbreak-Event, was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundern würde, weil einjährige Geburtstag. Ich dachte eigentlich, dass da etwas Großes auf uns zukommt. Aber gut, die Änderungen bis jetzt halten sich ja auch ziemlich in Grenzen. Ich würde schon behaupten, dass jetzt im Laufe der Season 2 schon noch ein paar Sachen passieren werden. Deswegen auch eben die Easter Eggs angesprochen. Es ist so, dass die neue Map wohl um 1980 spielen wird, also zu Cold War. Wer hätte es gedacht? Und vermutlich besteht die Map aus allen Fireteam-Maps aus Cold War. Und das sind auch jetzt nur Vermutungen, aber ich habe gehört, dass die Map wohl eine Größe für bis zu 250 Spieler haben soll. Finde ich schon etwas arg groß. Lassen wir uns gerne überraschen. Und was mich jetzt aber auch noch sehr interessieren würde, und da würde ich euch mal bitten, ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Und zwar ist es ja so, dass dieses Nuke-Event, es wird auf uns zukommen, es spricht alles dafür. Die Frage ist nur, wird sich dieses Nuke-Event eben in einer Cutscene widerspiegeln oder wird dieses Nuke-Event ein Live-Event sein in Warzone? Ich würde mich freuen, wenn es ein Live-Event werden würde, weil das ist etwas, was Fortnite in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr gut hinbekommen hat und viele, viele Leute begeistert hat. Und ich würde freuen, wenn das nicht einfach nur eine Cutscene wird, sondern wirklich ein Live-Event. Das hätte ich mir beim Boot auch schon gewünscht, aber das war jetzt auch nur leider den ganzen Tag mussten wir uns so eine Cutscene angucken vor jeder Runde, wie dieses Boot angekommen ist. Einmal hätte es gereicht, aber gut. Und auf jeden Fall wird es wohl darauf hinauslaufen, dass ja, Verdansk zerbombt wird und die Zombies eben zu bekämpfen. Die Zombies sollen sich wahrscheinlich auch verbreiten, weil wie wir alle in dem Rumble-Spielmodus schon gesehen hatten, gibt es diese Maschinen, die die Zombies rufen an dem Boot, gab es die auch im Krankenhaus und an zwei, drei anderen Orten. Und ich vermute einfach, dass diese Zombies sich jetzt immer weiter ausbreiten werden und im Krankenhaus zum Beispiel dann auch so eine Maschine stehen wird. Man kann die rufen, man kann im Krankenhaus dann die Zombies zerstören oder töten und irgendwann wird das zu viel, Verdansk wird zerbombt. Ich hoffe, dass es ein Live-Event wird und dann anschließend wir noch ein wenig auf Verdansk in einem etwas anderen Zustand spielen können und danach, ja, wir irgendwann gezwungen sein werden, auf die neue Map zu wechseln. Was schade wäre, wenn es nur eine Cutscene gibt, wäre natürlich auch cool zu sehen, aber es wäre ein bisschen schade für das Spielerlebnis, wenn eben es eine Cutscene gibt, wo Verdansk zerbombt wird und wir uns dann nachher auf einer neuen Map wiederfinden werden. Schreibt mir gerne mal eure Gedanken zur neuen Season, zur neuen Map, wie das Ganze jetzt ablaufen wird, in die Kommentare. Ich finde es super krass und mir macht super viel Spaß, wie viel Story eigentlich in den letzten Wochen oder Monaten so um Warzone entstanden ist und das macht super viel Spaß, das Ganze auch mitzuverfolgen und für euch auch zusammenzufassen. Also wenn ihr Bock habt, keine News oder Tipps und Tricks mehr für Warzone zu verpassen, gerne auch den Kanal abonnieren, denn 80% von den Leuten, die Videos schauen, haben den Kanal noch nicht abonniert, kostenlos. Würde mich freuen, würde mich unterstützen und ja, lasst es mich gerne, wie gesagt, wissen, was ihr zu der neuen Season denkt und in diesem Sinne, genießt die Zeit und viel Spaß. Wir treffen uns in Verdansk. Auf Wiedersehen. Tschüss.